Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Wir können uns ja alle an den Fall aus dem letzten Jahr in Chemnitz erinnern, wo es da angeblich Hetzjagden gegen Migranten gegeben hat. Da wollte jetzt die AfD mit einer großen Anfrage an die Bundesregierung ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Bevor wir uns aber anschauen, was diese große Anfrage gegeben hat, wollen wir uns nochmal anschauen, was da genau passiert ist. Ja, in Chemnitz, da gab es ein Stadtfest und da wurde Daniel Hillig offenbar von Flüchtlingen getötet. Ich sage offenbar, weil der Prozess, der läuft noch. Das wird jetzt wahrscheinlich ein Indizienprozess. Ja, das Besondere an diesem Fall ist, dass der Hauptbeschuldigte Farhad A. bereits 2017 einen Mann niedergestochen hat und ansonsten auch eine ziemlich lange Strafakte hat. Das heißt, bei der Tat im August 2018 hätte er eigentlich gar nicht mehr in Deutschland sein dürfen, hätte abgeschoben werden müssen. Und als Reaktion auf diesen Mord gab es da mehrere Demos und Schweigemärsche, die unter anderem auch von der AfD organisiert wurden. Bei einem dieser Demos kam es dann zu diesem Zwischenfall, wo das Video aufgenommen wurde. Hase, du bleibst hier. Du bleibst hier. Ach, und da kann ich doch rein, ihr Fotzen! Wir sehen hier erstmal, das Video kommt von der Seite Antifa Zeckenbiss und wir sehen, hier sind Menschen, die offenbar einen Migrationshintergrund haben und ja, die werden ein paar Meter da, die stehen da halt erstmal, die werden ein paar Meter dann ja verscheucht, die laufen in den Gegenverkehr rein auf der anderen Straßenseite und wir schauen einfach mal, was hier oben drüber steht. Hashtag C2608. Sachsen-Menschenjagd in Chemnitz. Nazi-Hools sind heute zu allem fähig. FCK, NZS, also Fuck Nazis. Ja, und Zeugen sagen, dass bei dieser Demo, dass die jungen Männer, die da standen, dass sie die Demonstrationsteilnehmer provoziert haben. Und ich glaube, wenn man sich das Video anschaut, da kann man sich denken, dass diese Provokation rausgeschnitten worden ist. Und ja, warum sollten sonst die jungen Männer einfach da auf der Straße stehen zu Anfang des Demonstrationszugs? Und man sieht halt einfach, dass, ja, dass die halt einfach nur ein paar Meter verfolgt werden und auch nur ganz vereinzelt. Insofern, das als eine Menschenjagd einzuordnen, halte ich schon für ja sehr an den Haaren herbeigezogen. Ja, aber wie hat sich dann der Merkel-Sprecher zu diesem Zwischenfall geäußert? Wir schauen mal hier rein. Also es ist wichtig für die Bundesregierung, wie für alle demokratischen Politiker, wie auch, denke ich, für die große Mehrheit der Bevölkerung, klar zu sagen, solche Zusammenrottungen, Hetzjagden auf Menschen anderen Aussehens, anderer Herkunft oder der Versuch, Hass auf den Straßen zu verbreiten, das nehmen wir nicht hin. Das hat bei uns in unseren Städten keinen Platz. Und das kann ich für die Bundesregierung sagen, dass wir das auf das Schärfste verurteilen. Und Merkel selbst hat dann am nächsten Tag auch nochmal gesagt, dass es sich da um Hetzjagden gehandelt hat. Dann gab es halt die Schlagzeilen, die um die Welt gingen. Der rechte Mob jagt Flüchtlinge. Das waren dann halt die Schlagzeilen, wo ich halt auch, ich war zu dem Zeitpunkt damals auf Zypern im Urlaub mit Freunden. Der eine Freund hat eine spanische Freundin, die wollte danach dann ihren Freund in Berlin treffen. Und die hat das da auch mitgekriegt in den spanischen Medien und hat ihren Freund dann halt gefragt, okay, ich habe mitgekriegt, in Deutschland werden wieder Ausländer gejagt. Ist das überhaupt sicher für mich als Ausländerin? Und da, ja, das waren natürlich die Schlagzeilen, die da auch ja, im Ausland halt die Leute verwirrt haben. Auf jeden Fall, damit Chemnitz dann nicht in ganzer Welt als die Hochburg der Rechten ja, den Ruf bekommen hat, wollte Chemnitz es dann der Welt zeigen, dass es bunt und nicht grau ist. Da hat man ein großes Konzert unter dem Motto, wir sind mehr veranstaltet. Dabei waren dann auch linksextreme Bands wie Feine Sahne, Fischfilet und KIZ. Wer die Bands nicht kennt, der googelt halt einfach mal, was die so für Songs haben. Also ganz klar, linksextrem und die, ja, die sympathisieren mit der Antifa-Szene, wenn nicht sogar, dass sie zu der Antifa-Szene gehören. KIZ hat ja auch das Lied Hurra, die Welt geht unter gemacht. Meiner Meinung nach ist das halt einfach nur Kommunismus in neuem Gewand. Der Kapitalismus geht unter, ist alles toll. Jetzt können wir halt
unsere neue Utopie ausprobieren. Für mich war halt eigentlich damals schon klar, ich hatte mir das Antifa-Video angeschaut, ich weiß, was die Antifa für eine Organisation ist. Insofern war für mich und bestimmt auch für viele andere klar, dass diese ganze Geschichte eigentlich nur total aufgebauscht ist. Dazu gibt es ja auch viele Videos dazu bei YouTube. Unter anderem hat ja auch Frank Stoner haben da ein schönes Video zu gemacht, wie so die ganze Stimmung vorher in Chemnitz war, dass das eigentlich nur eine Frage der Zeit war, dass es da tatsächlich so zu Ausschreitungen kommt mit den Flüchtlingen oder beziehungsweise, dass es da zu so einem Mord kommt. Und natürlich, diese ganzen Demonstrationen waren dann nur eine Reaktion auf den Mord, aber das wird bei dieser ganzen Diskussion unter den Tisch gekehrt. Letztendlich hat man sich da immer nur auf die angebliche Hetzjagd konzentriert. Ja, und das ging der AfD auch offenbar so. Insofern haben sie dann eine große Anfrage gegenüber der Bundesregierung gestellt. Das war im September 2018. Da kam dann im März 2019 kam eine Antwort, also 6 Monate später. Man hat sich ziemlich viel Zeit mit der Antwort gelassen. Ihr könnt hier das nochmal alles genau sehen. Die Bundesregierung hat dann darauf geantwortet, dass die politische Einordnung auf diese Hetzjagd, auf diesem Fall, auf die Berichterstattung in den Medien fußt. Ja, das heißt, die Bundesregierung hat sich viel mehr darauf verlassen, was die Antifa gesagt hat, wie die Antifa das eingeordnet hat. Ja, nochmal, sie haben gesagt, das war eine Menschenjagd. Die Bundesregierung, die Medien haben da eine Hetzjagd draus gemacht und man hat sich da damit dagegen gestellt, was der damalige Verfassungsschutzpräsident Maaßen gesagt hat oder der sächsische Ministerpräsident Kretschmer, die Polizei, die zuständige Staatsanwaltschaft und die lokale Presse. Alle haben gesagt, dass es weder einen Mob noch Hetzjagden gegeben hat. Hier auch nochmal in der AfD-Anfrage gibt es da auch viele Quellen dazu. Das ist alles in der Anfrage, die da beim Bundestag hochgeladen ist. Auf der Website ist das alles schön verlinkt. Also nochmal, obwohl alle Staatsorgane hier gesagt haben, dass es keine Hetzjagden stattgefunden hat, hat sich die Bundesregierung lieber auf die Aussage der Antifa und anderen Medien, also die Antifa sind natürlich keine Medien, aber sie haben das Video publiziert, dem sich dann auch andere Medien angeschlossen haben. Die Bundesregierung hat also lieber diesen Aussagen vertraut als den Aussagen von den Staatsorganen und sie haben deswegen sogar auch Herrn Maaßen, der Chef des Bundesverfassungsschutzes oder des Verfassungsschutzes, entlassen. Ja, und auch meine Frage hier mal an euch, habt ihr im März davon gehört, dass die Regierung diesem Antifa-Zeckenbiss wieder mehr Vertrauen geschenkt hat als den eigenen Staatsmedien? Ich zumindest nicht. Obwohl das halt eigentlich ein riesengroßer Skandal sein hätte müssen, hätte das, ja, das hätte eigentlich in allen Medien sein müssen, aber ich habe nichts davon gehört und ich glaube, ihr auch nicht. Das hat sich dann auch wohl die AfD gedacht und hat das ganze Thema am 7. Juni, also letzte Woche Freitag, nochmal in den Bundestag gebracht als Debatte. Spannend dabei ist auch, dass das Video von dieser Debatte bei Phoenix veröffentlicht wurde. Da fängt die Debatte bei 11.04 Uhr an mit Frank Heinrich. Dabei steht aber unten in der Beschreibung, dass davor Martin Erwin Renner von der AfD gesprochen hat. Wenn wir auch uns das Video bei Epoch Times anschauen, da geht die Debatte um knapp 11 Uhr los. Also von Anfang an mit der Rede von Martin Renner. Da stellt sich natürlich die Frage, warum wurde die Rede von Renner nicht gezeigt? Warum wurde diese Debatte nicht von Anfang an gezeigt? Phoenix ist natürlich auch öffentlich-rechtlicher Rundfunk, möchte man halt einfach nicht die Fakten auf den Tisch haben, möchte man lieber die Aussagen von den ganzen anderen Politikern da haben, warum zeigt man die Debatte nicht ganz? Ja, und bei der Debatte haben dann die anderen Parteien der AfD vorgeworfen, den Vorfall zu instrumentalisieren. Die Zeit schreibt dazu in ihrem Artikel mit dem Titel »Was sie machen, ist eine Schande für Deutschland«. Sie schreiben: Die Redner der anderen Parteien verurteilten jedwede Gewalt. Sie lehnten es zugleich aber entschieden ab, die Vorfälle für politische Zwecke zu instrumentalisieren, mit rassistischen und nationalistischen Äußerungen ihrer Spitzenvertreter, fördere die AfD Menschenfeindlichkeit und Rassismus und schädige die Demokratie, lautet der in vielen Beiträgen erhobene Vorwurf. Weiter unten heißt es dann, die Bundeskanzlerin hatte den Vorfall über ihren Sprecher als Hetzjagd einordnen lassen. Viele andere Politiker taten das in der politischen Debatte über den Vorfall ebenso. Aus der CDU kam aber auch Widerspruch. Der damalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen ließ sich zitieren, er habe Zweifel an der Echtheit des Videos, das den Vorfall zeigte. Von einer Hetzjagd könnte keine Rede sein. Auch Sachsens Ministerpräsident
Michael Kretschmer sagte, in Chemnitz habe keine Hetzjagd stattgefunden. Nach ausführlicher weiterer Recherche und Gesprächen mit Betroffenen und Augenzeugen kamen zahlreiche Medien zu dem Schluss, dass das Video authentisch ist. Darunter auch Zeit Online. Ja, ich finde hier ganz deutlich, hier soll halt einfach der Leser verwirrt werden, er soll in die Irre geführt werden. Hier wird halt einfach die Authentizität des Videos, also die Frage, ob das Video authentisch ist, mit ob es da Hetzjagden gegeben hat oder nicht. Diese ganzen Fragen werden in einen Topf geworfen, da wird nicht wirklich differenziert. Man resümiert auf jeden Fall dann, dass das Video authentisch ist. Also ich denke mal, es gibt keinen Zweifel darüber, ob das Video authentisch ist oder nicht, aber die Einordnung, ob das dann wirklich eine Hetzjagd war oder nicht, das lässt man hier bewusst offen. Also nochmal, Maaßen hat wirklich zu Anfang gesagt, dass er Zweifel an der Echtheit des Videos hat, aber hat aber auch ganz klar gesagt, dass es keine Hetzjagd gegeben hat. Also es geht nicht wirklich darum, ob das Video authentisch ist oder nicht, sondern ob man das als Hetzjagd einordnen kann oder nicht. Für mich sieht das hier so aus, als wird das ganz bewusst verdreht, damit es so aussieht, als würde die AfD ohne Grund hier eine Debatte im Bundestag anschieben. Ja, ich habe dann auch mal geschaut, was die anderen Medien darüber gesagt haben. Der Spiegel hat auf jeden Fall überhaupt nicht darüber berichtet. Der Fokus, T-Online und die Welt haben nur die offizielle dpa-Nachricht da veröffentlicht, die auch nicht wirklich tiefer auf diesen ganzen Skandal eingeht. Wir sehen also, dass anstatt dass die Politiker und die Medien hier differenzieren, finden einfach nur politische Grabenkämpfe wie immer statt. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, dass die Einordnung des Falles einfach nach politischem Standpunkt halt immer anders ausfällt. Wenn ein Mensch mit Migrationshintergrund jemanden umbringt oder vergewaltigt, will natürlich die Welcome Refugee Fraktion, will dann natürlich den Fall eher runterspielen, nicht verallgemeinern. Genauso will halt die andere Seite, die Seite, die halt überall immer die Flüchtlingskrise kritisieren will, die bauscht dann gleich jeden Fall auf und sagt, okay, deswegen, das ist wieder ein weiterer Fall, warum die Flüchtlingskrise gescheitert ist. Das sind natürlich diese typischen Grabenkämpfe zwischen der linken und rechten Seite. Ja, wenn dann ein Mord oder eine Vergewaltigung passiert ist, hört man aus den AfD-Kreisen oft auch immer schnell Einordnung, dass es ein Flüchtling war. Man schiebt das dann auch wieder auf die Flüchtlingspolitik. Aber dann kommt immer die Gegenseite und sagt immer, okay, ruhig an, wir haben noch keine genauen Erkenntnisse. Wir dürfen keine voreiligen Schlüsse ziehen, müssen einfach mal ein bisschen genauer hin. Aber jetzt, wo halt gerade in diesem Fall von Chemnitz mit den angeblichen Hetzjagden, wo Menschen mit Migrationshintergrund die Opfer und nicht die Täter sind, da ist man auch mit der Einordnung ganz schnell und sagt, okay, das waren Hetzjagden, die Staatsorgane sagen zwar ganz was anderes, sie ignorieren, was die Staatsorgane und die lokalen Medien sagen und hält einfach an seiner Position fest, dass das die armen Flüchtlinge sind, die von den braunen Mob da verjagt worden sind. Und das ist einfach der Beweis dafür, dass Nazis wieder durch die Straßen ziehen in Deutschland. Aber nochmal hier wieder, alle Staatsorgane sagen ganz klar, es hat keine Hetzjagden gegeben. Man vertraut also mehr auf die Einordnung von Antifa-Zeckenbiss als auf die Staatsorgane. Ja, in einem Land, wo die Medien objektiv berichten, müsste das eigentlich ein riesengroßer Skandal sein, dass dieser Vorfall so aufgebauscht wird, der Präsident des Verfassungsschutzes entlassen wird, nur weil er da eine andere Meinung ist als die Bundesregierung. Und dass man halt diesen Fall einfach dazu ausschlachtet, um die Flüchtlingspolitik einfach kritiklos weiter fortzuführen. Also letztendlich, man macht genau das Gleiche, was man der rechten Seite vorwirft. Man instrumentalisiert den Fall, um halt einfach weiter Refugee Welcome zu rufen. Dass unsere Mainstream-Medien die Taten oft einfach nur total beschönigen, zeigt auch exemplarisch dieser Fall nochmal ganz schön. Da haben im Januar 2019 im bayerischen Amberg 4 junge Männer aus Afghanistan und dem Iran wahllos auf Menschen eingeschlagen. Als diese Menschen davongerannt sind, rannten die Migranten hinter diesen Menschen her. Aber das waren dann keine Hetzjagden in den Medien, sondern ganz lapidar nur eine Prügeltour. Wie kleine Jungs, die sich einfach ein bisschen raufen, war das eine Prügeltour. Meiner Meinung nach ganz klar, diese Tatsachen einfach beschönigen, hier runterspielen. Und was sagt das über unsere Medien im Land aus, wenn es im Chemnitz, ihr habt das Video gesehen, eine Hetzjagd war, aber wenn in Amberg Flüchtlinge wahllos auf Menschen einprügeln, die auch durch die Stadt jagen, dann war das nur eine Prügeltour. Insofern,
Das ist für mich nichts anderes als eine ideologische Verblendung und hat überhaupt nichts mit objektiver Berichterstattung zu tun, wie es eigentlich sein sollte. Und dann wundern sich die Leute, warum man die Medien Lügenpresse nennt. Oder wir sehen auch immer wieder in den Medien, wenn eine rechte Demo gegen die Flüchtlingspolitik oder gegen Gender-Mainstreaming stattfindet, dann ist das immer ein rechtsextremer Mob, das sind das halt immer Rechtsextreme. Aber wenn Linke demonstrieren, meinetwegen gegen das Klima, Friday for Future oder für Refugee Welcome, dann sind das immer die Aktivisten. Wir sehen hier auch wieder das Framing, rechts böse, links gut. Ja, für mich ist dieser Fall Chemnitz eigentlich nur ein Anzeichen dafür, wie ideologisch verseucht dieser ganze Kampf gegen rechts eigentlich schon lange ist. Da hat man nun endlich die Schlagzeilen gehabt, die Schlagzeilen, die mit den Nazis, die Flüchtlinge durch die Straßen jagen, also genau diese Nazis, vor denen man die Kinder eigentlich schon von klein auf warnt, ihr seid der Schuld an dem Holocaust, ihr müsst aufpassen, dass es nicht wieder passiert. Und das ist natürlich hier ein Land, das sich den Kampf gegen rechts da verschrieben hat und natürlich da auch Millionen an Steuergeldern für ausgibt. Wir sehen da unzählige Aktionen, unzählige Verbände gegen rechts. Dann waren natürlich diese Schlagzeilen nur eine Bestätigung für die Ängste, die man immer geschürt hat. Ja, und nun hatte man wieder die ganzen Leute, die aus den Löchern kamen, die natürlich da wieder Gratismut gezeigt haben, alle gesagt haben, wir müssen was gegen rechts machen, weil es macht ja natürlich sonst keiner. Ironie aus. Wir haben es ja auch schon in der Broschüre der Amadeo Antonio Stiftung gesehen, dass es auch schon Nazi ist, wenn Jungs körperlich fit sind und Mädchen Zöpfe haben. Diese Broschüre habe ich in diesem Video auch nochmal angesprochen. Schaut da gerne mal rein. Und weil jetzt der Kampf gegen die bösen Nazis nach diesen ganz schlimmen Hetzjagden in Chemnitz nun dringender als je zuvor ist, findet am 4.7. diesen Jahres in Chemnitz eine Neuauflage des Wir sind mehr an die Rechtskonzert statt. Ja, ich frage mich da einfach nur, was ist da eigentlich in diesem Land los, wo die Medien nicht mehr kritisch über die Regierung berichten und die Regierung sich anstatt auf ihre Staatsorgane lieber auf Aussagen der Antifa verlässt. Und wir sehen, dass die Version mit der Hetzjagd nach der Anfrage der AfD ganz offiziell als Fake News abgeordnet oder eingestuft werden kann, hält man trotzdem weiter an dieser Version fest. Ist das ganze Land schon so sehr auf den Kampf gegen rechts getrimmt, dass man, obwohl man die Wahrheit kennt, lieber an dieser Lüge festhält? Hier mal, was Angela Merkel letztens in Harvard bei ihrer Rede gesagt hat. Und wenn wir bei allem Entscheidungsdruck nicht immer unseren ersten Impulsen folgen, sondern zwischendurch einen Moment innehalten, schweigen, nachdenken, Pause machen. Freilich, dafür braucht es durchaus Mut. Vor allem braucht es Wahrhaftigkeit gegenüber anderen und vielleicht am wichtigsten gegenüber uns selbst. Dazu gehört, dass wir Lügen nicht Wahrheiten nennen und Wahrheiten nicht Lügen. That requires us not to describe lies as truth and truth as lies. Tja, die Leute klatschen fleißig. Ich glaube, dass man vor allem nicht da an Harvard auch da die Wahrheit mit den Hetzjagden kennt. Ich glaube, auch die meisten der Deutschen haben aufgrund der einseitigen Berichterstattung der Medien auch nicht wirklich mitbekommen, was da die AfD mit der Anfrage herausgefunden hat. Auf jeden Fall, ja, die Frage ist, bin ich da der Einzige, der auch die Rede von Frau Merkel da für absolut heuchlerisch hält? Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Kommentare unten unter diesem Video. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Anschauen. Auch nochmal hier an dieser Stelle. Abonniert unbedingt meinen Telegram-Kanal. Ihr bekommt es mit, dass auf YouTube hier immer mehr kritische Stimmen, kritische Videos zensiert werden. Insofern kommt gerne auf meinen Telegram-Kanal. Das ist zensurfrei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, beim nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.